Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier beim ATS. Ja, ich habe hier auf diesem Rastplatz übernachtet und ja, gestern Abend noch hat es dann noch geklappt mit Bill, hat mir den Greenhopper Trailer gebracht und ja, wie gesagt, ging nochmal alles gut über die Bühne. Er ist jetzt wieder abgedüst und jetzt habe ich den ja hinten am Haken und ja, jetzt geht's ab zum Kunden. Konnte mir gestern Abend schon eine Tour sichern, zum Glück, oder nichts Besonderes als solches vom Verdienst her, aber naja, gut. Pelletiertes Tierfutter werde ich dann drauf bekommen und ja, 24 Tonnen davon. Und ja, ist nicht viel, also ich glaube, so 100 Dollar will ich dafür kriegen, brutto, das ist bestimmt nicht viel. Und ja, es geht nach Jackson in Mississippi, ich glaube, da waren wir schon vor einiger Zeit. Und ja, also wenn das soweit alles so stimmt, ne, von den Angaben, dann werden wir sehen. Okay, dann werde ich mich mal jetzt hier losmachen, jetzt hier zum Kunden. Gehen wir jetzt kurz nach 5 Uhr, weiß nicht, so 5:30 oder was haben wir jetzt. Und ja, bisschen früher morgen, ne? Und ja, sorry. Und in der Zeit, wo ich mich hier startklar mache, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich sehr darüber freuen und ja, wisst ihr ja, kostet euch nichts und bringt mich mit dem ganzen Stückchen weiter mit nach vorne. Okay, dann lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Dann lasst uns mal jetzt mal loslegen. Let's go. Okay, so, wir sind jetzt unterwegs zum Kunden. Haben wir jetzt noch ein paar Meilen vor uns, also nichts, zwei, drei Meilen und dann, ja, schauen wir mal, ne? Ob das so alles übereinstimmt, was ich so an Infos bekommen habe. War ja gleich erfahren. Turn left. Turn right, and then turn left. Turn left. Ach ja, UPS. You have arrived at your destination. Alles klar. So. Dann werde ich mich mal anmelden, Leute, und dann hoffe ich mal, dass es alles so übereinstimmt, ne? Dem, was ich euch gerade oder vorhin erzählt habe. Okidoki. So. Alles soweit gestimmt im Übrigen, ja, alles soweit Taco und jetzt wollen sie mich mal beladen. Ja, damit wir auch zügig hier wegkommen, ne? Okay. Okay, ich bin jetzt mitten hier bei der Abfahrtskontrolle.
Hier ist so mein Taco. Rein in die gute Stube. Okay. So sieht's aus. Pelletiertes Tierfutter, Leute, 24 Tonnen. Wie schon anfangs erwähnt, geht das nach Jackson zu General Store. Und auch $180. Ich hatte weniger gesagt, ne? Oh, Schande über mein Haupt. Krieg sogar $180 brutto. Und ja, ist 207 Meilen. Blende ich euch jetzt mal ein. Ja, 207 Meilen, das sind 333 Kilometer, wie ihr sehen könnt. Und ja, hübsche Strecke. Gut, gibt jetzt nicht so viel dafür, aber okay. Dann gucken wir uns das mal hier an. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Alabama, im Bundesstaat Alabama, und ja, fahren rüber hier nach in den Bundesstaat Mississippi. Ja, fahren jetzt hier schnurstracks. Jetzt wenn wir auch jetzt ohne Päuschen durchziehen, denke ich mal. Ja, durch Meridian. Und ja, dann sind wir auch schon dann hier in Jackson. Ja, ein bisschen außerhalb, aber okay. Ja, das ist so im Großen und Ganzen unsere Tour. Dann Tuscaloosa vorbei. Und ja. Okidoki. Bleibt mir nur zu sagen, ja. Go. Let's go. Habe ich irgendwas vergessen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das hier. So. Das Geblinke manchmal. Da muss man ja gucken, ne? Weil es okay ist. So. Machen wir hier. Dinge mal auf hier. Genau. Damit man wegkommt, ne? Let's go. Turn right. Turn left. Warnblinklicht hier fungiert hier, dann heißt es bestimmt nichts Gutes hier. Soll ich vielleicht. Ne, es geht vorwärts. Ach, manchmal ist das so eine Sache, ne? Wie Verkehr, ne?
Ich glaube, jetzt komme ich immer noch nicht über die Ampel. Ich springe gleich wieder auf. Ja. Bin wieder oben, ne? Sag ich doch. Nee. Die kommen gerade mal zwei Fahrzeuge drüber und dann ist die Ampel wieder. Was denn? Was machst du denn? Der Autoscooter oder was da links? Was läuft da denn? Was läuft denn da verkehrt? Was fährt denn da vorne wieder? Junge, 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 Junge. Dann wieder nach hinten. Hammerwerfer on top. Probiert er den Rückwärtsgang oder was macht er da? Uiuiui. Das geht doch in die Hose. Ja, warum nicht? Dann tun wir da stehen, fahren wir vor und zurück die ganze Zeit. Und alles gut. Keep to the left and then turn left. Ich habe noch die Spur wechseln. Turn left. Hammerwerfer stellen wir. Alles gut. So. Wir sind ein bisschen durcheinander, glaube ich. Welche ist auch die Tageszeit jetzt? Man weiß es nicht. Was haben wir denn jetzt? 9:17 Uhr. Naja, fahr mal. War für mich jetzt noch alles grün. Kirschgrün. Oder? Vorschützen hier. Attacke jetzt hier. Ein bisschen. Ja Mensch, ich bin echt jetzt doch ein Stück weit jetzt erleichtert, weil bitte mir extra jetzt, du musst ja auch ein bisschen fahren jetzt. Ne? Wie gesagt, macht das ja alles. Keep to the right. And alles then so. Take the exit on the right. Ja, ich sag mal just for fun, ne? Um zu helfen. Ne? Aber use the right exit ahead. Musst du ja auch so eine kleine Strecke zurücklegen, ne? Bis wo ich war, bis nach Birmingham. Also so ist es ja nicht. Naja, hat aber alles schlussendlich gut funktioniert. Ja. Und jetzt sind wir mit dem Great Hopper unterwegs. Sehen, wie viele Touren wir damit machen. Lass mal wieder wechseln. Ja. Use the left lane ahead. Ja, wenn der Bus nicht schneller fahren möchte, dann alles gut. So funktioniert die Sache. Haha. Sehr gut. Stehen bleiben möchte. Schon
Beschleunigen geht es nicht so schnell, ist klar. Aber da ist es, ja. Tuscaloosa. Doch, wir sind schon mal hier durchgefahren. Lustiger Name. Sehr spät entschieden, jetzt hier rauszufahren, ne? Würde ich mal sagen. So what hier, ne? Ja. Also um der richtigen Strecke hier. Da ist unser Grainhopper hier. Der Boot und sind da Rasenmäher oder was? Hier ein bisschen weg gut gern, ne? Was ist denn da? Naja. Keine Ahnung. Sieh nur ein bisschen ratzig, ein bisschen weg und dich angehört. Haben wir da noch zu fahren? 92 Meilen kann man sagen, ne? Wow. Okay. Stunde 32, ja. Machen wir. Geht eigentlich ziemlich zügig, ne? Finde ich. Ja, wenn man gut durchkommt, dann ja. Das alles gut in der Zeit bewerkstelligen. Ne? Ja, der Bill hatte mich auch mal darauf angesprochen, wie es ist, weil er kennt ja den einen oder den anderen Mississippi. Sagte ich aber schon, glaube ich, vor einiger Zeit. Ja, na klar. Jetzt ist doch immer irgendetwas, ne, hier am Start. Es ist doch immer was Neues. Navigation resumed. Ja, ja. Ist schon okay. Ja, wir fahren mal weiter.
the left lane ahead. So, wo war ich denn stehen geblieben? Mit Bill, ja. Ja, er hätte mich darauf angesprochen, wenn ich mal Bock hätte. Wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal erwähnt gehabt. Schwertransporte und so. Kann man gut was verdienen. Ja, bin ich natürlich nicht abgeneigt. Ne? Fahren, ja, kann ich das? Also, aber ja, bin ich schon vor langer Zeit mal gefahren. Und ja, muss man sich da wieder reinfuchsen. Ne? Ist nicht, nicht ohne, sag ich mal. Ne? Wer das schon gefahren ist, weiß, wovon ich rede. Ja, und wie gesagt, da hat er seine, ja, kann er seine Fühler ein bisschen so, ja, ein bisschen so, ja, ausfahren, und dann dementsprechend, wenn ich dann mit einverstanden bin, natürlich mal was organisieren. Schauen wir mal. Also könnte durchaus sein, durchaus, dass ich dann in naher Zukunft vielleicht den einen oder anderen Schwertransport jetzt mal am Haken haben. Ne? Mal schauen. Jo, wird natürlich lustig. Aber wie gesagt, jetzt, kann man gut was verdienen dabei. Ne? Das, das Auto. Use the left lane ahead. Da lassen wir uns doch mal gerne überraschen. Ne? Wie gesagt, das war schon vor einiger Zeit mal im Gespräch, aber gar nicht von meiner Seite gar nicht mehr so drauf eingegangen, und ja, jetzt ist es wieder ein Thema, und ja, schauen wir mal. Warum denn? Warum mal nicht, ne? Herausforderung, reizt mich auch. Leitfahrzeugen mit einem Pipapo und hast nicht gesehen, und ja, wie schon was Feines, ne? Ja, wir schauen mal. Die ein oder andere Tour mal gucken, oder Schwertransport, ja, also jetzt, ja, habe ich so eine lange Strecke, aber wie gesagt, kann man was dran verdienen. Ne? Und sowas spricht sich natürlich auch weiter, ne? Wenn man gut dabei ist. Ne? Ist klar. Keep to the right and then take the exit on the right. Use the right exit ahead. Keep to the right and then turn right. Turn right. Oh, gute Wille. Ich liebe es. Keep to the right. And then turn right. Wir waren doch noch nicht hier im Jackson. Wir sind aber dran vorbeigefahren. Turn right. Ja, ist doch gut. Lass mich mal hier jetzt hier. Wir sind auf jeden Fall hier vorbeigefahren. Also jetzt ich. Also. Highway-mäßig, und dann sind ja, die Stadt jetzt rein, quasi. Aber ja, gut, wir sind ja nicht in der Stadt, wir sind ja außerhalb. Ne? Aber nun gut. In 200 meters, turn left. Yes. Turn left. You have arrived at your destination. Sehr schön. Hier soll ich das also abliefern. Okay. Wir sind angekommen. So. Soll ich mich da unten an die Rampe stellen? Runterfahren. Ganz toll. Also die Spiegel ablässt.
Weiß noch nicht, was das für einen Sinn machen soll, das Ganze hier so hier dran zu setzen mit diesem Grainhopper, aber okay. Gar nicht erst hinterfragen. Ich stelle mich hier hin. Alles gut. Alles Taco. So. Wir sind in Jackson, also im Bundesstaat Mississippi. Alles gut. So. Wird jetzt abgeladen. Die 24 Tonnen pelletiertes Tierfutter und ja, schauen wir mal. Hoffentlich, oder ich hoffe, dass es von hier aus weitergeht. Sei es hier von diesem Kunden oder generell hier von der Stadt Jackson. Und ja, so weit, so gut, Leute. Ja, war nicht eine allzu lange Tour, aber okay. Alles gut soweit. Dann bedanke ich mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch hier wieder mit dabei oder im ETS2. Würde mich sehr darüber freuen, wisst ihr ja. Und ja, wünsche euch allzeit gute Fahrt. Schön die Stoßstangen sauber halten. Vor allen Dingen bleibt gesund, wisst ihr ja. Und ja, in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao. -i.